So, wir müssen mal irgendwo hinsurfen. Ne? Wir müssen mal irgendwo hinsurfen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir surfen jetzt einfach mal in diese Richtung. Like I saw the sunshine. Wir sollten in die andere Richtung surfen. Nicht. Hi. Hallo. Na, du bist ja süß. Du wohnst ja bei uns. Ziemlich coolen Palast. Cool, wir haben Delfine. Wie niedlich. Uiui, uiui. Oh, wie süß. Voll schön, wir haben Delfine bei uns auf der Insel. Also, ich verdiene mit meinem Gaming-Channel relativ okay sogar noch im Vergleich zu meinen Kollegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich 70% weibliche Zuschauer habe. Deswegen bekomme ich viel Beauty-Werbung. Weil das nicht auf Gaming zugeschnitten wird, sondern auf meine weiblichen Zuschauer. Und Beauty-Werbung ist viel verfügbar. Wird viel eingekauft von YouTube. Und deswegen viel verteilt. Mit meinem Kritzelpixel-Kanal verdiene ich teilweise mehr als mit meinem Let's Play-Kanal, obwohl die Klicks sehr viel weniger sind. Weil... das nicht irgendwie auch für irgendwas? Ich glaube, ich sollte es nicht kaputt machen komplett oder so. Bin nicht sicher. Weil Kritzelpixel halt einfach auch diese perfekt darauf zugeschnittene Werbung bekommt. Es ist alles sehr schwierig. Ich will auch nicht von Werbegeldern übermäßig. Ich will Kooperationen haben. Ich will also, ich meine, ich bin ein kleiner Kanal. Ich bin nicht so teuer, deswegen kriege ich viel Werbevideos. Von coolen Firmen mit coolen Spielen. Zum Beispiel Ubisoft, die gesagt haben, ey, spiel mal das und das Game für uns. Hier hast du ein paar Öcken dafür. Ist halt geil. Ist ja, mach ich ja eh. Zock ich ja eh. Also von daher, bla, hier kannst du eine freie Meinung äußern. Bla, bla, viel Spaß. Und das ist halt geil. Und dann lieber sowas und dann sage ich halt scheiß darauf, ob ich viele Views habe oder sonst was, sondern wir haben dann zusammen Spaß. Geht mir, ich will ja nicht berühmt sein oder sowas, sondern ich will einfach nur unterhalten und davon dann halt glücklicherweise zufällig leben. Ich könnte auch wieder einen normalen Job, also einen normalen Job in Anführungsstrichen annehmen, wäre mir auch egal. Aber ja, so ist der Gedankengang da. Und wenn wir uns von YouTube völlig frei machen können, kann ich halt auch viel mehr Experimente betreiben. Da ist auch denn diese Angst weg, ne? Ich meine, ich war vorher auch schon freiberuflicher Künstler und habe mein Geld mit Art Commissions und Fotografie verdient. Das war auch nicht sehr viel anders. Dann surfe ich mal in die Richtung. Wird bald schon wieder dunkel, ne? Ich müsste eigentlich schon wieder nach Hause zurückkehren. Na, wir haben ein bisschen Seetang. Das ist gut fürs Essen, weil ich verhungere eh gleich. So, ich kann jetzt hier Exit einfach machen. Ja gut, dann bleibt das da liegen. Das ist in Ordnung. Oh, dankeschön. Jetzt koche ich erstmal. Könnte man kochen, dann war, glaube ich, ganz gut dann. Traurig eigentlich, wie viele YouTube Mainstreams Content machen und einen Haufen verdienen. Also manches von diesem Mainstream Content gucke ich gerne. Und, also ich meine, ich gucke gerne einen PewDiePie. Ich gucke gerne eine Simply Nailogical. Es gibt sehr viele YouTube Kanäle, die machen Content, der für viele Leute gut ist. Und die gucke ich sehr gerne. Ich habe kein Problem damit, dass das gemacht wird. Dass solche Sachen wie Reaction-Videos und Co. funktionieren, das hat psychologische Gründe. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Jeder von uns weiß, warum das funktioniert. Warum wir sowas anklicken. Warum uns das wert ist, angeklickt zu werden. Was uns da neugierig macht. Und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist einfach nur... Das können die alle machen. Wichtig ist nur, was wird durch den Content vermittelt? Also es gibt ein paar Content-Creator wie Bibi und Co., die auf der einen Seite ein positives Leben vermitteln und auf der anderen Seite sehr viele falsche Dinge vermitteln, die andere Leute, naja, eine falsche Vorstellung von der Welt bekommen lässt. Kein gutes Deutsch. Aber allgemein ist ihr Content halt einfach nur unterhaltend. Wenn es die Leute unterhält, unterhält es ihn. Man kann halt Leute nicht dafür verurteilen, dass sie diese Sachen gerne gucken oder dass sie das auch machen. Und das heißt auch nicht, dass sie diesen Content wegen dem Geld machen. Die Leute, die dieses Zeug gerne gucken, würden den gleichen Content produzieren. Also warum sollten sie ihre eigenen Sachen nicht toll finden? Na? Würdest du auf eine gute Konkurrenzplattform für YouTube gehen und dort Videos zu machen? Nee, ich habe kein Problem mit YouTube allgemein. Ich akzeptiere ja, dass ich nicht massentauglich bin, weil ich das ja absichtlich so handhabe. Ich glaube, ich komme aus der Werbung. Ich habe auch schon Kanäle großgezogen, weil ich den Leuten gesagt habe, mach das, mach das, mach das. Du musst das so und so machen, du musst das und das machen, den und den Content, die und die Sachen und dann kriegst du die und die Klicks und das hat funktioniert. Aber ich habe keinen Bock. Ich spreche Leute an, die ähnlich sind wie ich. Und wir alle wissen, dass wir ein bisschen abseits der Norm sind, was nichts Schlimmes ist. Norm sein ist nicht schlimm, abseits der Norm sein ist nicht schlimm. Eine Norm zeigt einfach nur einen Durchschnittswert.
Eine Norm ist deswegen durchaus oft was Gesundes. Aber wenn zum Beispiel mehr Leute Nazis sind, heißt es nicht, dass das gut ist. Oder so, nur so als Beispiel. Das ist völlig in Ordnung. Ich spreche halt keine Norm an, die so groß ist. Deswegen ist es schwierig, wenn die Leute wie ich sind ja, also Menschen wie du und ich, sag ich jetzt einfach mal, wir sind ja auch nicht so die krassen Teiler, die einfach so in ihrem Freundeskreis Dinge halten. Wir hinterfragen ständig. Wir schauen uns Content kritisch an. Das heißt halt auch, dass ihr nicht rumrennen werdet und sagt, voll der geile Content, wenn du es nicht guckst, bist du ein Lappen. Meine Videos zu gucken bedeutet keinen Druck. Bei anderen YouTubern ist das schon anders. Ey, du guckst keinen Julian Bam, was bist du denn für ein Lutscher? Sag ich jetzt einfach nur mal so, ne? Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Nein, du sollst da drauf. Danke. Alles hat gute wie schlechte Seiten. Man sollte sich immer alles anschauen, ja. Und hey, es gibt genügend Leute, die so sind wie ich. Und die müssten halt den Kanal nur finden. Aber vielleicht interessieren sie sich halt auch gerade nicht für den Uncontent. Und gerade vor allen Dingen auch nicht für Games. Also deswegen will ich ja auch meinen Kanal aufbauen, auf dem wir dann Videos finden, wie früher bei Minecraft und Stardew Valley. Da rede ich über Themen. Humorvoll und ernsthaft aufgebaut. Ich mache jetzt nicht einen auf Dr. Allwissen oder sowas, sondern halt auf meine Art. Ich habe aber noch nicht meine Linie gefunden, deswegen läuft der Kanal noch nicht. Also ich einfach, es fehlt doch so das zündende Anfang, dass ich denke, ja geil. Fliege. Ich will keine Fliege essen. Geh weg. Rüben. Sehr schön. Ich glaube, die vermehren sich sogar. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, das ist eine Mandrake. Die nehme ich jetzt aber mal nicht mit, weil sonst ertrinkt die ja. Aber wir nehmen ein paar Süßkartoffeln mit. Nur nicht zu viele. Ich weiß nicht, ob die sich vermehren. Oh. Okay, habe ich jetzt nichts gegen. Das ist eine... Äffchen! Oh. Bei Äffchen muss man immer ein bisschen aufpassen. Oh, läuft. Alles klar. Okay. Easy. I found some gold nuggets. Oh yeah, I love it, I found some gold nuggets. Oh Gott. Alter, bei dem Baum habe ich mich gerade übelst eingepisst. Bei den Affen muss man aufpassen, die klauen alles, ne? Ich glaube, Affen klauen alles. Muss man ein bisschen das so aufpassen. Waffel. Lavagebiet. Geile Scheiße. Wir haben geile Scheiße. Yeah. Ole, ole. Super geile Scheiße. Yeah. Was ist das? Kiki? Kiki. Okay. Ist das hier ein guter Ort oder so? Oder sollte ich lieber weggehen? Ich habe so ein bisschen Angst, dass das jetzt hier übelst so der krasse Satan-Ort ist, der mich dann doch wegballert. Ich will auf dieser Insel nicht wohnen, aber die ist ja direkt nebenan. Ey, sogar Bienen. Digga, was ist denn los hier? Das ist ja übelst der geile Ort. Geil. Wir haben unser Haus gefunden. Hier wohnen wir. Also, wir wohnen ja gegenüber. Das ist voll gut. Auf einer Insel, die uns nicht töten möchte. Das ist ja richtig geil. Ich muss jetzt trotzdem mal rüber. Wir wohnen auf der anderen Seite. Das ist so gut. Da ist nichts, was uns töten will. Wir können easy rüberfahren, weil es um die Ecke ist. Und auf der anderen Insel können wir Farmen aufbauen und so. Richtig geil. Richtig Glück gehabt, Leute. Ja, ich hoffe, dass YouTube geblubbert euch nicht gestört. Was für eine Art Gewerbe man anmelden muss als YouTube-Creator. Also bei mir reicht es, freiberuflicher Künstler. Holy shit. Bei mir reicht es, freiberuflicher Künstler zu sein. Das ist aber nicht immer so. Finanzämter sind da sehr zwiegespalten, was das angeht. Mein Finanzamt war damit cool. Mein Finanzamt hat gesagt, das ist voll in Ordnung. Andere Finanzämter sind da nicht so cool. Scheiße, schon wieder so ein Ei. Wieder hin. Gib mir das. Pflanz das da ein. Nimm das Ei mit. Ah, Panik. Oh Gott, wir haben so viele Möglichkeiten jetzt, Leute. Das ist ja richtig krass. Es ist richtig krass. Ich muss jetzt leider auch euch mal abholzen. Aber ansonsten muss man Gewerbe anmelden.
bist halt Freiberufler dann in dem Moment, ne? Das noch herstellen? Wir brauchen da noch ein bisschen mehr von. Honeyball gab es nicht mehr. Honeyball LP gab es auch nicht mehr auf Twitch, also musste ich mich Honeyball Games nennen damals. Und dann, als ich es hätte ändern können, weil mein Name frei war, ist es ja so, wenn du bei Twitch deinen Namen änderst, dann ist deine Verlinkung zu deinem Twitch-Account leider überall anders. Das ist nicht so, dass das dann eine Weile weiter verlinkt wird, sondern er ist überall anders. Und das wäre schlecht gewesen, weil dann hätte ja niemand mehr meinen Twitch-Account gefunden, weil die Leute sich halt Honeyball Games gemerkt haben. Und Twitch ist auch sehr unkooperativ zu sagen, dann darfst du halt beide URLs haben. Die sagen dann, nö, Arschlecken. Ist halt so ein bisschen blöd. Ja, die Musik ist ein bisschen an Monkey Island angelehnt, was halt auch übelst geil ist. Reicht das, um durch die Nacht zu kommen? Ich befürchte fast mal. Keine Schlange, keine Schlange, keine Schlange, keine Schlange, keine Schlange, keine... Scheiß die Wand an. Ich brauche halt dringend eine Truhe. Obviously reasons. Fucking Schlangen. Bastarde. Ah, dann isst halt das Ei. Ist mir doch egal. Nein! 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 Scheiße. Boah, verpisst euch! Ja, hier, ne, und so, Kiste bauen, da, alles klar, ich baue mal gerade eine Kiste, sowas geht ab, was ist gerade hier passiert? Moment, ich muss das gerade mal weglegen, und das muss ich weglegen, und die muss ich auch weglegen, ich lege das erstmal, ne, die brauche ich eventuell. So, hier, ne, erstmal Escape drücken. Ist die total tolle Automusik. Oder dran oder...